Partie. Und noch schöner ist es, dass ich die mit meinem liebsten Kollegen, die Das ist so nett von dir. Vielen Dank. Schön, dass du da bist, lieber Fabian. Das gefällt mir. I like. Und mir gefällt auch, dass die gerade hier an der Rampe ordentlich Gas geben, weil es geht hier flott los, meine Freunde. Ja, also da wird nichts angebrannt, sondern wird einfach mal ordentlich eskaliert. Und Jitko hat mich gerade schon über ein paar Statistiken aufgeklärt. Die kannst du ja vielleicht den Zuschauern auch nochmal teilen, wenn du das nicht schon getan hast. Genau. Viele wissen, dass Astralis ein gutes Team auf Nuke ist. Aber erstmal sehen wir hier ganz kurz den Gegenhalt von Team Liquid. Und das macht das natürlich nochmal ein bisschen spannender, weil Astralis auf Nuke eine 100%ige Winrate immer noch hat auf LAN. 100%, das muss man sich mal vorstellen. Also 100% ist echt eine Hausnummer. Wenn man irgendwie mal ein Spiel verloren hat oder sowas, dann hat man ja wenigstens einen dezenten Anteil von Menschlichkeit in seinem Körper. Aber in dem Fall ist es einfach abartig. Ja, kaum bist du da, ist hier Circle Boy am Start. Dann müssen wir mal auf die Cam gehen und refreshen. Das hatte ich gestern sehr oft. Also es ist echt? Ja. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Fabian, was hast du mit dem... Nee. Ich habe den Circle Boy mitgebracht, der war bei mir auf dem Beifahrersitz und hat sich gedacht, yo, YOLO. Ja, jetzt haben wir nochmal kurz nach hinten teleportiert. Ja, haben wir nichts verpasst, ne? Ist ja noch nichts auch verpasst, ganz gut. Genau. Das ist immer das Schöne am Cleanfeed. Da kann man wenigstens immer hier für euch natürlich alle Szenen noch aufbereiten. Also Tobi ist ja zwischendrin noch mit einem Zeichenpad am Start und ja. Ich glaube, der Cleanfeed ist offline. Ich glaube, es ist gerade alles kaputt. Tot. Cleanfeed down. Alles kaputt, Freunde. Ne, es geht wieder. Jetzt geht's wieder. Ja, gut, hey, alles klar. Das ist ganz oft so. Aber am besten bitte, oder auch nicht. it's down for us. Same here, musst du am besten schreiben. War gestern nicht anders. Erstmal natürlich vielen Dank für diese schöne Begrüßung, ihr lieben Freunde. Freue ich mich natürlich recht herzlich. Verpennt habe ich gar nicht. Alles gut. Aber der Jitko ist einfach ein Ehrenmann und, ne? Läuft auf jeden Fall, ne? Läuft. Obwohl er ja dezent angeschlagen ist. Aber dafür habe ich ihn ein bisschen Verpflegung mitgebracht. Ach, ja. Und Verpflegung gibt es scheinbar auch ins Köpfchen für die Jungs von Astralis, denn Liquid konnte sich hier die erste Runde zumindest sichern. Und das ist natürlich auch schon mal ein guter Start. Wichtig, dass man gegen ein Team wie Astralis, wo es immer Schwierigkeiten gibt, auf jeden Fall, die Pistole zumindest holen kann. Ne? Auf jeden Fall für Astralis keine leichte Sache. Ne? So, Bombe liegt noch an der Rampe oben. So, da wartet schon einer hinter der Box. Jo, jetzt haben wir aber richtig Circle Boy hier am Start. Das hat so gut funktioniert auf Map 1. Im ersten Match. Ja, genau. Und seltsam. Jetzt, Ja, ist halt, ich glaube, ich sitze hier auf dem LAN-Kabel, ne? Das kann natürlich sein, dass ich da Probleme bringe, aber wir werden das auf jeden Fall auf die Reihe. Die ESL ist schon dran. Die kümmert sich gerade drum. Das ist das Wichtigste. Die ESL ist eigentlich auch immer relativ zügig, was sowas angeht. Und wir sehen jetzt auf jeden Fall das 2:0. Folgerunde auch wichtig. Das verliert man gerne mal auf Nuke. Ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, das hier runterzuspielen. Zumindest auf diesem Pro-Level-Niveau. Aber wir sehen es 100% fokussiert. Und da merkt man wirklich bei Astralis, muss ich ganz ehrlich sagen, merkt man so 1000%ig die Professionalität. Schaut euch mal an, die Gesichter. Völlig egal. Also die sind wirklich immer 1000% fokussiert. Ja, das Ding ist halt, was wirklich gut für Liquid ist, das ist jetzt die dritte Pistol Round, die sie gewonnen haben in diesem Matchup. Das heißt, Astralis konnte noch keine Pistol Round gewinnen. Umso beeindruckender, dass Astralis auch das erste Matchup gewonnen hat. Klar, es ist nicht mehr dieser große... Unterschied, wenn du halt die Pistol Round verlierst, du kannst immer wieder gut reinkommen, aber das ist ein guter Start für Liquid. Sie müssen halt nur drauf aufbauen, dass sie halt mehr Runden mitnehmen und Astralis halt eingrenzen. Und das ist halt das Schwierige, diese individuelle Leistung, die jeder Spieler abrufen kann, auch einzugrenzen. Ja, da sagst du was. Ey, ist echt mal ungewohnt, dass man wieder einen Duocast hat, ne? Ja. Was ist hier los, Mann? Wie zwei Leute in dem Studio, was ist hier kaputt? So, ich hab nicht mal mehr einen Stuhl. Und auf einmal kommt natürlich hier wieder Astralis um die Ecke und kriegt hier schon mal die ersten drei niedergeschossen. Also es fängt direkt wieder an mit richtig heftiger Aktion. Und so macht es natürlich auch immer wieder Spaß, das Ganze zu sehen. Denn höchst professionell bedeutet auch natürlich hochprofessionelles Aiming. Ja, und wenn es da draußen ein Team gibt, was man wirklich nochmal abheben kann von allen anderen, dann ist es Astralis. Das portugiesische Team von Astralis. Astralisch, so. So, Team Liquid muss hier erstmal ein bisschen sich eindämmen. Also, das heißt, für Twist gibt es hier vielleicht nochmal eine AK als Upgrade. Jo, die eine nimmt da raus. Aber das ist halt, du merkst halt, Team Liquid hat so viel Respekt vor Astralis.
Ja. Die rennen halt nicht einfach rein und Twist holt mal eine Waffe, sondern der versucht noch mehr Schaden zu machen. Aber schon wieder ein guter Winkel, der gehalten wird. Und ja, im Hintergrund ist Sonic wieder unterwegs und pusht sein Team komplett in ein anderes Universum. Die Crowd ist nicht so groß, ne? Habe ich gelesen. Nee, es gibt aber, für die Gruppenphase gibt es ja jetzt Crowd. Ja, aber nur so eine kleine, oder? Ja, nur so eine kleine. Also eine Audience, so eine kleine. Ah, genau, ja, okay. Das sind die Hardcore-Astralis-Fans, die man dann reingelassen hat. Was? Da werden erstmal die Bengalos angezündet nach der ersten Runde. Aber ich finde das ganz cool, dass man jetzt in der Gruppenphase auch das Event besuchen kann. Kostet ja auch nicht viel. Ich glaube, es kostet 10 Euro oder so. Ja, ist mega nice. Also so hat man natürlich nochmal so ein bisschen ein anderes Feeling da. Aber das ist halt auch, ganz ehrlich, wenn man es gesehen hat bei der ESL One Cologne, wenn man als Big Fan da hingefahren ist, man hat auf die Playoffs hoffen müssen. Ne? Und da hätte man sich gewünscht, dass vorher mal zumindest eine kleine Audienz eingeladen wird. Aber hier sehen wir auf jeden Fall einen guten Schlagabtausch zugunsten von Liquid und Elish fast sogar noch mit dem nächsten Break, aber das schafft das nicht. Und jetzt hat man hier auf jeden Fall schon mal den Außenbereich eingenommen, übernimmt ein bisschen die Kontrolle bei Astralis, ein bisschen Raum. Und das ist natürlich jetzt ein wichtiges Duell. Taco, der muss hier Dupree finden und muss vor allen Dingen dann auch das Ganze ablocken, sonst wird der Aufbau von Liquid kaputt gehen. So, gute Lücke, die da auch Dupree gefunden hat. Also hat keiner Fokus drauf, oder? Nee, er hat keiner Fokus drauf. Glück gehabt, dass er da mal runterspringen kann, aber trotzdem reicht es nicht. Aber da kommt doch einer her, Surprise, hallo, okay, Kuckuck. Das war so ein geisteskranker Move, da kannst du eigentlich nur Tilt sein. Das ist bei mir so dann spätestens der Moment, wo ich sage, Alter, wie dumm spielt der, was macht der? Aber es war gut in dem Augenblick. Gegen Astralis musst du halt auch mal eine Blutgrätsche machen. Ja, auf jeden Fall. Wollen hier ja auch den Vorteil behalten und den bekommen sie auch erstmal. 3 gegen 2 Situation auf Nuke, eigentlich ein Segen. Aber es lebt mal wieder und wir haben es schon im letzten Matchup gesehen. Sipex ist einfach, der holt auch 5-1, das ist egal. Sipex ist halt so eine Maschine und so ein OP-Typ. Ich weiß nicht, wie er diese Game Sense entwickelt hat. Weiß nicht, ich glaube, die hat er einfach vererbt bekommen von irgendwem, keine Ahnung. So einfach schon empirisch so nach vorne. Aber diesmal rausgenommen. Ja. So, Glaive könnte die Bombe noch legen. Das ist wichtig, wertvoll. Und Glaive ist ein Spieler, der kann sowas auch noch klatschen. Der pariert die ersten beiden, aber dann von hinten kam natürlich Taco. Das gut gespielt hier, gut umschlossen von Liquid und damit die 3-1 schon mal safe. Um das nochmal kurz vervollständigen. Nein, natürlich ist Astralis kein portugiesisches Team. Also die Leute, das ist nur Spaß. Das sind Dänen. Das sind das dänische Star-Line-Up. Dänemark Nummer 1, Europa Nummer 1, Welt Nummer 1. Universum weiß ich nicht. Vielleicht mal, da es auch, gibt ne? ein paar Paralleluniversen, da wird es wahrscheinlich auch nochmal ein paar Astralis geben. Vielleicht spielt auch in einem Astralis Jitko mit, das ist in einem Paralleluniversum. Das habe ich auch gehört. Drin, ne? Oder wie bei The One, das eine Paralleluniversum stirbt mein Gegenstück, ne? Und dann wird es stärker, ne? Genau. Wer weiß. Das. Also, in manchen Paralleluniversen spielt man auch immer noch 1-6 und hat Ahnung von Counter-Strike. Also, wer sich für Paralleluniversen interessiert und da natürlich auch mal ein bisschen rumspinnen möchte, da gibt es eine wunderbare Serie, Rick and Morty, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und wärmstens empfehlen kann ich Astralis, jetzt Liquid langsam aber sicher mal ein bisschen so die Leviten zu lesen. Denn wenn die natürlich jetzt in so einen Rausch kommen, dann könnte der 100% Bonus, beziehungsweise 100% Quote könnte dann schwierig werden. Ja, aber das bringt ein bisschen Würze in die Partie rein. Viele setzen ja hier schon Astralis, setzen ja schon ihr Haus und ihren Hof drauf, dass Astralis hier die Partie gewinnt. Aber ich finde das gut, wie Liquid gerade hier gegenschießt. Also es wirkt gut vorbereitet, sie haben es nicht unterkriegen lassen, dass sie ihren Pick abgegeben haben. Nuke ist halt wirklich ein sehr schwieriges Pflaster und bisher machen sie das hier mit Bravour. Es ist halt nur noch Device an der Diegel. Ja, du hast viel Erfahrung, was Astralis auf jeden Fall angeht. Spielen sie besser auf der Terror- oder auf der City-Seite? Boah, es ist so even eigentlich. Sie spielen beide Seiten eigentlich super gut runter. Es ist wirklich sehr schwer. Es kommt immer so ein bisschen auf den Gegner an. Normalerweise ist bei Astralis immer 6, 7 Runden sind eigentlich immer dicke drin. Ja, dann also es reichen 2, um überhaupt im Spiel noch teilzunehmen, sagst du. Naja, warten wir mal ab. Also Liquid gerade auf jeden Fall gut unterwegs. Jetzt muss Astralis sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Bisher sehen wir noch kein langes Rohr, egal auf beiden Seiten. Weder City noch Terror ist mit der AWP unterwegs. Und dementsprechend wird natürlich jetzt hier auch eine relativ zügige und knackige Runde entstehen. Twist unter Druck gesetzt, Flashback ist gut connected. Aber man hat letztendlich keinen Raum eingenommen. Trotzdem, die Flashes haben es machbar gemacht, dass man es nicht weiß, ob jemand vorhanden ist.
Das war sehr schnell. Das gefällt mir, das ist ein zügiger Tempowechsel. Nitro hat halt das Timing des Todes, dass er den da nicht gesehen hat. Und jetzt hat Magis natürlich die beste Möglichkeit, dann einfach den Rücken reinzufallen. Zack, nimmt den ersten raus, Boss wird aufgerissen. Ja, genau das ist Astralis, die auf einmal hier durch ihre Flashes gut maskieren können, die einen Tempowechsel einfach verursachen. Aber eigentlich müsste Nitro da immer noch in einer sehr guten Position sein. Aber mittlerweile, klar, die Rotationswege sind natürlich auch kurz von der Rampe. Hat man bei Astralis natürlich auch diese Bereiche im Kopf. Ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ah, das war aber so gutes Timing. Aber du hast ja erwähnt, dieser Tempowechsel im Außenbereich, schnell über das Dach drüber, dann runterspringen und wirklich dann das Tempo rausnehmen, dass man halt nicht gehört wird ab einem bestimmten Moment. Und dann hat Nitro gefühlt eine halbe Sekunde das Team verpasst. Ja. Und dadurch ist komplett das CT-Setup auf A zusammengebrochen. Super unglücklich für Team Liquid. Aber, du hast schon gesagt, ne, Astralis, das macht's halt aus, ne? Immer wieder die Lücke finden, immer wieder das Tempo anziehen, immer wieder den Gegner adaptieren. Das hat das Gute an solchen Teams, die schon über lange Zeit zusammenspielen, die Vollzeit sind, die natürlich einmal einen unglaublich guten Standardaufbau haben, eine extrem krasse Kommunikation, sich blind kennen, aber dann letztendlich auch ein riesen Repertoire an verschiedenen Executes haben. Ne? Und sowas kannst du dann wunderbar einstreuen, wenn du ganz genau weißt, okay, wie spielt Liquid gerade, haben alle den Game Sense, können Informationen weitergeben und dann sagt man, okay, ein schneller Zugriff jetzt auf außen, das wurde relativ seicht gedeckt, wenn wir weiterhin den Druck auf der Halle aufrechterhalten, dann haben wir da freie Fahrt und genau sowas streut man ein. Und das ist halt diese Spielklasse, die Astralis hat und das kann man natürlich auch auf diesem Niveau, wo sich jeder gut kennt, sehr gut einbringen. Ne, Nico? Ja. Kleiner Fun-Fact auf der Seite. Viele Spieler haben diese neue Zoe-Maus. Das ist ein Fun-Fact. Ja, fällt mir gerade so auf. Die gibt es ja in unterschiedlichen Farben. Die sieht eher so leicht lackiert aus. Ne? Ja. Diese Diva oder wie die heißt. Oder Dinva oder keine Ahnung. Diva wäre geil. Könnt ihr mal gucken. Fällt mir auch gerade auf. Die Weiß hat auch schon eine. Zoe Diva mit Snickers als Sponsor oben drauf. Direkt der Counterpart. Nee, interessant auf jeden Fall. Mäuse wird sich natürlich auch immer weiterentwickeln. Die meisten spielen ja wirklich noch diese alte Intelliform. Immer noch sehr beliebt. Sieht man ja auch hier bei der Zoe FK. Schlag mich tot, ne? Oh, geil. Ich liebe diese Maus. Ja, das sind ja wirklich, also ich war ja früher immer der MX-Serienfan, Logitech, diese mit dem Rücken halt, ne? Die bekommen einen Rework. Ja, habe ich gehört, genau. Ja. Ja, die Legendary Edition. Jetzt habe ich mich umgestellt, jetzt bin ich bei... Boah, Alter, Leech hat es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber die sind aber auch super leise runter. Und das ist genau der große Punkt. Immer wieder diese Balance-Smokes, immer wieder diese Balance-Granaten außen, mit denen man unglaublich gut maskieren kann, ob man jetzt endlich unter dem Bereich einnimmt oder nicht. Und Dupree, der hat Bock, da drückt man. Und schaut es euch an, der hat Durst. Und... Ja, Barkeeper hat nichts mehr. Ist aus. Nev sagt... Für dich gibt's keinen Schnappes mehr, sondern nur noch Device und Clave und Zypex. Also, sie müssen jetzt versuchen, hier den Retake zu spielen. Zypex ist hier nochmal voll der Störfaktor im Außenbereich. Team Liquid versucht schon, safen zu gehen. So, Taco hat er schon die Beine in die Hand genommen, ist schon weg, will nur noch sein Equipment durchbringen. Er geht sogar nochmal ein Stück nach vorne. Nee, aber das wird nichts mehr. Die Runde geht an Astralis, damit das 3-4. So, Taco, bitte bring die Waffe durch. So, da sind direkt die ersten MX518, ja. MX510, die gab es damals in Blau und in Rot. Kannst du dich noch dran erinnern? Die hatten welche? Immer so MX510. Ja. Die hatten immer so voll die krasse Werbung so. Ja. Die war immer random. Und dann gab es, glaube ich, die MX512 irgendwann und die MX518. MX518 ist der Klassiker, also. Ja, der war ja dann in Silbergrau. Und ja, das sind wirklich noch Mäuse gewesen, ey. Aber mittlerweile, wie gesagt, ich bin jetzt auf die Razer Death Adder Chroma, bin ich jetzt umgestiegen, damit bin ich echt zufrieden. Das ist einfach vom Feeling her, die ist schon leicht, das macht einfach Sinn bei mir. Ja. Das Ding ist halt, dass die MX518 die hat ja einen optischen Sensor, der ist einfach nicht gut. No offense, da ist ja diesen Infrarot-Sensor und der ist auf Feinheiten überhaupt nicht gut. Deswegen, egal. Das Gute ist, die überarbeiten die ja jetzt. Oh, schon wieder hier. Ja. Und da kommt dann ein moderner Sensor. Ja, dann ist es natürlich geil. Dann muss ich vielleicht mal überlegen, ob ich sie nochmal in die Hand nehme. Aber gut, wir sind jetzt hier mit am Start, Freunde.
Und wieder mal wurde außen runtergegangen und diesmal haben sie es wieder angepasst. Und das ist immer der große Faktor. Also es ist wirklich dieser große Faktor, dass man keine Ahnung hat, was spielt Astralis mit diesen Balance Smokes außen. Es wird immer wieder maskiert, es wird immer wieder die Möglichkeit gegeben, einfach runterzufahren oder nicht. Und glaubt mal, spätestens in der nächsten oder übernächsten Runde werden sie genau diese Granaten werfen und dann einfach sofort in die Halle reinpushen. In before, Freunde. Das wird passieren. Taco, schönes Ding. Leider nur eingesetzt. Mehr geht nicht. Und jetzt haben wir hier die 4 gegen 4 Situation. So, es geht nach vorne. Die also. Wiener, ah ja. Genau. In wunderschönen Farben. Wunderschön. Also, es ist wieder der Durchbruch. Und das heißt, Glaive wartet jetzt auf den perfekten Moment. Vielleicht könnte er sogar die Unachtsamkeit von Liquid ausnutzen, sobald die Bombe explodiert, man einfach zu zweit rumzieht. Da wird jetzt schon ein bisschen reingebaitet. Also, man versucht hier jetzt gegenseitig irgendwie natürlich so viel Schaden wie möglich zu veranstalten und sie nehmen sogar zwei Leute raus. Das heißt, Glaive und Device schlagen zu. Nitro nochmal mit der Möglichkeit. Vielleicht ist es nochmal Leash. Nee, wird nichts mehr und da kommen vier Leute durch. Der Einzelne stirbt ist Dupree. Also, die Runde läuft hier wie am Schnürchen. Ja. 4-4. Das ist dieser Astralis-Faktor. Egal, wie sie zurücklegen, wenn die mal ein bisschen Bizeps anspannen, dann war es das. Und schaut euch an, wie kontrolliert und ruhig die sprechen. Also das ist wirklich, ich glaube auch mittlerweile wirklich, dass die nicht von diesem Stern sind. Das sind wahrscheinlich Reptiloiden. Echsenmenschen oder wie die heißen, ne? Ja, genau. Die heißen auch Reptiloiden, glaube ich. Wahrscheinlich auch Flacherdler. Aber irgendwas ist auf jeden Fall bei denen anders ausgeprägt als bei anderen Menschen. Wobei man auch sagen muss, Liquid, genauso, ultra stark unterwegs. Für mich immer, ich sag ja Big, denen liegt gute Teams besser. Oder denen liegen gute Teams besser. Aber Astralis, Liquid und Navi sind natürlich dann drei Teams, die man nicht unbedingt haben möchte, die aber schlagbar wären. Hat's ja gesehen, 16-14 gegen Liquid ausgeschieden, beziehungsweise gegen sie eine Web verloren. Naja, warten wir mal ab. Und Nitro, gutes Timing. Endlich mal gegen den Aufbau von Astralis vorgegangen. Na, das ist gut. Also sie müssen jetzt auch gegenhalten. Astralis kommt sonst in ein ganz gutes Momentum rein. Sieht man auch langsam am Geld, was aufgebaut wird. Glaive direkt mit einer Instant-Schelle hinterher. Ja, Glaive für mich zurzeit vielleicht der vollständig so kompletteste Spieler bei Astralis. Er kann halt alles machen. Ingame-Leader fraggen, Entry-Fraggen, AWP in die Hand nehmen, klatschen. Er kann halt alles. Trotzdem ist es erstmal der Vorteil für Team Liquid und man steht unten bereit mit der AUG. Ja, gucken wir mal, Freunde. Gucken wir mal, was passiert. Man geht an der Tür raus. Glaive zieht das Tempo an. Wird auch gut gecheckt. Bombe kann gelegt werden. Und damit ist es für Team Liquid erstmal der Retake. So, Glaive wieder unterwegs. Guck mal, da ist er wieder unter. Nun will er wieder Kills haben, ne? So, Nitro könnte hier aber ein gutes Timing haben. Oh, das Timing könnte perfekt sein. Wenn er sich Glaive dreht, sich der um. Wird er nicht tun. Das ist für Nitro ein easy kill. Er will aber die Position jetzt nicht verraten. Guckt nach einem anderen. Jetzt muss er eingreifen. So, wo sind die anderen beiden Spieler? Einer läuft noch oben rum. Einer ist im Secret. Und die Bombe liegt extrem ungünstig für die beiden Spieler. Oh, das sieht super schwer. Und da ist es. Die Runde geht an Team Liquid. Also schön runtergespielt. Abwarten von Neff. Und damit auch erfolgreich die Runde durchgespielt. Und sogar sehr viele Leute durchgebracht. Und das ist wichtig. Vier Leute. Ja, und damit kann man dann zumindest ein bisschen Geld aufbauen. Das ist elementar. Wenn man nämlich dann gegen Astralis die weiteren Runden auch funktionieren möchte, braucht man schlussendlich Kohle, Freunde. Man braucht Kohle. Man braucht die Möglichkeit zu eskalieren. Und ja, dementsprechend schauen wir mal, inwieweit wir hier jetzt weitermachen können. So, Aufbau. Ich gehe davon aus, dass man gleich diese Außen-Smokes werfen wird und dann sofort in die Halle reinrusht. Wie gesagt, mein Call. Ne, safe Call. Sever. Na, mal gucken, ob die Smokes kommen. Auf jeden Fall macht man Druck über den Außenbereich. Also, Device wird nach vorne geschickt. Einer oben auf dem Marshmallow. Das Timing von Device ist halt hier sensationell. Das ist wieder, ne? Es wird diesmal nicht die Smoke geworfen. Dann gehen sie einfach Contact vor und erwischen so die Leute auf dem falschen Fuß. Und schaut es manchmal an. Der ist immer noch, er pusht immer noch vor. Und das ist einfach zu stark geaimt. Das ist einfach Astralis. Und das ganz einfach eigentlich. Ja. Und zwar mit zwei Smokes. Einmal diese Smoke, die man über die Kante wirft, dass die so den Durchgang abblockt, ne? Und da verstehe ich halt nicht, warum keiner da einen Fokus auf roten Container hat. Und dann eine zweite Smoke hinterher, die vorne Richtung Box kommt beim Eingang zum Main. Ja.
Also super simpel runtergespielt und dann auch super flott. Und Device zeigt ja einfach, dass er das Aiming auch in der Rifle hat. So, Taco jetzt natürlich mit einem Riesenproblem. Nev, die haben es schon dafür eingebunkert und einem Secret. So, Sipex geht ein wenig auf die Jagd. Jetzt wissen sie auch, dass der A-Spot frei ist. Mal gucken, ob Team Liquid da irgendwie noch durchkommt. Es wird super schwer. Device hält die Position schon, hat einen Winkelvorteil. So, erster Feld, Nev, zack, das war's und das ist das 4K. Zu einfach. Also das wieder der typische Astralisch-Faktor. Ja, da war wieder Al. We can make it if we want. Get to the chopper, Al. My name is Sonic. Jetzt sehen wir nochmal die Aktion. Sehr schön gemacht. Auch Clave hier easy drauf. Das ist zu einfach für Astralis in so einer Situation. Und weißt du, was es beim. Also, es ist ja auch noch eine Storyline, weil jetzt haben wir ja nichts zu tun, ne? Ja. Storyline ist ja Intel Grand Slam, ne? Intel Grand Slam, Astralis steht kurz davor, am Ende des Jahres, das hier zu gewinnen, ne? Ach, und ist das hier Intel Grand Slam? Ja, genau. Ach du Heilige. Und es gibt. Jetzt eine bessere Storyline gibt es nicht, ne? Astralis hat 3 Siege, ne? Braucht 4. Und das ist das letzte Turnier des Jahres und steht kurz davor, das Ding zu gewinnen. Und weißt du, was es gibt? Es gibt Goldbarren. Goldbarren? 6 Stück. In 6 Goldbarren. Im Wert für 1 Million Euro. Nee, das schafft man nicht. So viel ist ein Goldbarren nicht wert. Aber im Wert von, also die 6 Stück zusammen im Wert von 1 Million. Nee, das reicht nicht ganz. Ah ja, okay. Aber da gibt es noch Bares, aber es gibt einen Goldbarren für jeden. Das ist geil, das finde ich echt geil. Goldbarren ist wirklich Hammer. Es ist einfach nochmal so ein anderes Gefühl. Ich habe ja auch zu Hause ein paar Stück. Ja, ich auch. In verschiedenen Größen. Angefangen von 0 Nanogramm bis 1 Nanogramm. Habe ich eine Ablagerung an den Zähnen. So, Dupree gegen Neff schon wieder mal das Ding erzielt. Und ja, die Eco, da wird natürlich nicht viel anbrennen. Ne, das ist echt eine coole Idee. Ja, also, auf jeden Fall. Man muss sagen, die ESL hat wirklich immer so Style-Punkte. Mhm. Ja? Style-Punkte gibt es auch hier mit der USP. Ja, allerdings, 7 HP nur noch bei Glaive. Und Nitro mit der AK gut 6 HP. Trotzdem, solche guten Spieler, die können das. Früher 1-6 hätte jetzt erstmal ein halbes Magazin oben durch die Wand gezimmert. Oh, das Timing unten, oder? Er sieht die Bombe. Er hat die Bombe gesehen. Ja. Jetzt kann es nochmal wirklich richtig illegal werden. Nitro hier halt. Assassine. Oh, schade, Mann. Dieser Step, der war wirklich, also, das war so geil überlegt. Ich wette, man kann es sogar Silent schaffen. Mhm. In 1-6 konntest du Double-Ducken machen, dann bist du da, konntest du immer so rübersiffen. Aber man muss sagen, die Runde ist teuer geworden. Und bei Team Liquid hatte man eine CZ, eine P250 und der Rest war USP. Das ist Weltklasse. Ist schon gut solide, ne? Ich glaube, die haben schon 2-3 Mal Counter gespielt. Ja, ich denke auch. Und ich glaube, die haben auch schon mal offline gespielt. Einmal. Vielleicht zweimal. 2-3 Mal. Ja. Ich wette, Astralis ist das einzige Team, was online schwächer ist als offline. Ja. Ist aber auch einfach. Die Jungs, ey. Ja, ist unglaublich. Es ist halt... Weißt du, was mein Lebensbild vernichten würde für immer? Was denn? Da würde ich, glaube ich, auch aufhören mit CS. Wenn einer von Astralis irgendwann wegen Cheatens überführt werden würde. Ey, dann würde ich aufhören zu casten, dann würde ich... Ich glaube, dann wäre wirklich vorbei. Da hätte ich keine Lust mehr. Dann würde ich mein einfach... Weltbild zusammenbrechen. Ja, oder? Jetzt ernsthaft, das wäre doch so schrecklich, ne? Das wäre, das wird Counter-Strike, das hätte ja nicht nur Auswirkungen auf uns, ne? Das hätte Auswirkungen auf kompletten E-Sports Counter-Strike, ne? Natürlich, ey. Kannst du dich begraben. Aber ich finde, das ist halt auch immer der Punkt, ne? Du spielst Faceit Level 10 gegen irgendwelche Leute, die halt einfach gut sind. Dann besiegst du die 16-9 und denkst ja, krass, hat Spaß gemacht, teilweise waren die echt sick. Und dann spielst du gegen irgendwelche Low-Level-Low-Ruffs und die sind einfach die besten Spieler der Welt und man merkt es einfach. Mhm. Und Astralis spielt einfach in Legit Counter-Strike, das merkt man. Sie sind einfach, ja, natürlich haben die abartiges Aiming, aber niemals etwas, was irgendwie fishy wirkt, ne? Ja. Das finde ich zumindest. Ja, bin ich bei dir. Eine andere Sache ist auch die, was uns die beiden Teams eigentlich ganz gut zeigen, was mir persönlich aufgefallen ist in dem letzten halben Jahr, dass Liquid und Astralis immer wieder versuchen, sich gegenseitig hochzubautzen. Ja. Bautzen! Und dadurch, mein Freund, steigt das Niveau immer weiter nach oben an. Ich finde, das Niveau in Counter-Strike hat bei den beiden Teams in den letzten halben Jahr so stark zugenommen, sei es vom Aiming her, aber sei es auch vom Teamwork her und sei es auch von der Konstanz her. Es ist einfach nur krass. Und das ist halt der große Part, den ich auch immer wieder anspreche, das Thema Prax. Ne?
wo es halt diese exklusiven Fraggruppen gibt. Und jetzt Elite, oh, hätte fast das Timing gehabt, aber irgendwie hatte die Weißen noch den richtigen Riecher zur richtigen Zeit nochmal weggegangen. Aber jetzt kann er ihn unter Druck setzen, aber Nitro, der zieht rum, der drückt sich und Elite wurde gecleared. Damit ausgeglichene 4 gegen 4 Situation. Ja, keine Frage, man lernt nur durch stärkere Gegner und kann sich jedes Mal immer wieder ans Limit pushen. Das ist das typische Dragon Ball Son Goku gegen Vegeta Gehabe. Mhm. Wenn die sich nicht gegenseitig hätten, wären sie jetzt immer noch schwächer als Muten Roshi. So, es geht im Außenbereich runter. Ah, Neffe schießt da. Der wäre so wichtig gewesen. Fast nochmal im Nachgang drauf gewesen. Nitro kann da auch nicht wirklich reingehen. Und da merkt man einfach den Respekt vor Astralis. Aber er hat hier ein gutes Timing. So, Taco, nochmal um die Ecke gekommen. Supex vergisst das einfach, lässt mit Magister den Job erledigen. Molotov kommt rein. Neffe schießt schon wieder. Ich glaube aber, Magisk hat die Bullet, die auf ihn zugeflogen ist, selber erschossen und ihn dann trotzdem noch geheadshottet. Also er hat die Bullet einfach mit seinen Zähnen aufgefangen und dann den Headshot zurückgeschossen mit wie mit Aquaman Spucke. Da mit seinem komischen Dreizack da. Hat er nicht einen Namen, der Dreizack von Poseidon? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, der hätte einen Namen, der Dreizack von Poseidon. Das weiß bestimmt jemand im Zuschauer. So. Twist, schön. Twist, one-on-one. Machbar. Ja, wird schwer. Trotzdem. Zeit läuft gegen ihn und hat kein Deathkit. Ja. Das ist einfach wieder gut gespielt. Aber schaut euch an, die Türe ist trotzdem aufgegangen. Genau dann, wenn die 4. Sekunde durchgegangen wäre. Also. Alter, ich habe schon gesagt, Sonic ist halt der übelste Papa-Bär im Hintergrund. Definitiv. Besonders beste Aktion, ja, war eben auf der ersten Map, geht er hin und richtet von seinem Spieler das Mikrofon. Echt? Ja, voll der Mate, oder? Der hängt das Mikrofon so am Kinn und er geht hin und schiebt das Mikrofon so schön vor den Mund, damit man auch alle versteht. Ja, aber Sonic ist halt auch letztendlich eine Legende, der ist ein Charakter, der halt auch den Respekt bekommt. Mhm. Also das ist halt einfach so ein Retired Player, den jeder respektiert und das wäre genau sowas wie Goppy. Ja. Also wenn Goppy jemals aufhören sollte und dann an dieser Position steht, gut, ich glaube, dann würde man ihn, glaube ich, irgendwann wirklich mit einem Strick aufhängen, weil er wahrscheinlich so stressen kann. Ja. Aber man hätte Respekt. Man hätte Ahnung. Man weiß, wer hat Ahnung und man kann drauf hören, was gesagt wird. Das Interessante ist, oder meiner Meinung nach, ist auch Sonic, weil er eine Legende ist, ne? Ist er halt auch für mich einer der leidenschaftlichsten Coaches. Ach, er macht ja alles eigentlich. Er ist ja nicht nur Coach, er ist ja auch Papa und alles. So. Ja, er kocht ja auch. Für Geld oder ohne? Ja, ohne. Er macht alles. Nee, wirklich sehr leidenschaftlich dabei, wenn nicht sogar wirklich einer der leidenschaftlichsten Personen im Counter-Strike. Das ist unglaublich. Triton wird gesagt. Triton? Ja kommt, glaube ich. Könnte sein, dass das der Dreizack ist. Aber er weiß das bestimmt schon. Vielen Dank. Und tja, in der Runde passiert nicht so viel. Twist bekommt nochmal eine Acker. Und die will er natürlich auch safen. Ja, aber ne, was hatten wir eben für einen Spielstand? Ich glaube 4:1 oder so oder 4:2. Yep. Und schaut euch an, was aus einem 4:2 wieder wird. 1:7:5. Also Astralos, der Schreckliche, weiterhin beschworen. Und es macht einfach Spaß. Also es ist einfach, weil ich glaube, es macht so viel Spaß, weil es halt diese Konstanz ist. Du weißt ganz genau, da wird einfach nicht reingeschissen. Also wenn die mal reinschissen, bedeutet das, die haben mal 3 Fracks irgendwie nicht gemacht und verlieren dadurch das Match. Mhm. Aber es wird nie richtig versagt. Ja, weil halt auch immer die die Konstanz. Es ist halt immer, du kannst von Astralis jeder Runde irgendwas erwarten. Es gibt nur sehr wenige Runden, wo sie halt mal wirklich nicht performen. Und das macht halt auch Spaß anzuschauen. Weil immer wieder was passiert bei Astralis. Immer wieder gibt es eine taktische Umstellung. Immer wieder kann man auf das Spiel vom Gegner sehr schnell reagieren. Ja, und somit auch mit 8 Runden hier führen. Und Clave stellt sein Spiel mit der AWP jetzt um. Weil nicht die Weiß nimmt die AWP in die Hand. Es ist Clave im Außenbereich. Das ist interessant. Smoke liegt auf jeden Fall. Nutzt erstmal die Wand, um da ein bisschen rumzutänzeln. Die Smoke abzusuchen. Und Elish wartet unten im Secret. So, jetzt kommt nochmal die zweite Welle hinterher. Also nochmal eine kleine Wand, die man da schmeißen möchte. Und da kriegt Nitro erstmal keine Einsicht. Ganz, ganz schwierige Situation für ihn. Aber hat er schon einen richtigen Riecher? Es ist trotzdem nur Fassade. Es ist nämlich der Fake.
Okay, nein. Neptun, Triton, Poseidon, alles dieselbe Person und andere Namen. Eine andere Sprache, Teil der Welt, okay. Ich würde gerne wissen, wie der Dreizack heißt. Ich werde gleich googeln. Ich meine, es hätte einen Namen. Aber ist auch egal. Denn den Dreizack haben alle in der Hand von Astralis. Und werden natürlich dann jetzt letztendlich hier mit ihren Kräften vorgehen. So, gucken. Ach, hätte er den geholt. Ich schwöre, ich wäre sofort aufgestanden. Direkt Stecker ziehen, aber Zip nix. Der schafft es zumindest hier wieder den First Track zu erzielen. Und schon ist natürlich eine Lücke aufgebrochen bei Liquid. Sofort muss rotiert werden. Aber Taco, der ist noch unerwartet für die Jungs von Astralis. Und damit zumindest schon mal den ersten Spieler herausgenommen. Ja, da wollte ich schon hochrotieren. Gut, dass er die Spieler nochmal gehört hat. Kann dadurch die Position ausnutzen und jetzt machen sie einfach auf Close Distance links zu. Es sind noch 18 Sekunden, sie müssen jetzt langsam entscheiden, wohin die Reise gehen soll. Aber Twist ist da und der nimmt erstmal das rechte Team auseinander. Clave kann nochmal da AWP eingreifen. Wieder und wie gesagt, er kann halt alles spielen, aber die Bombe fällt. Und das wäre die Chance, wie sie Puppe droppt runter. Aber das reicht zeitlich nicht mehr. Nee, schade. Nice try. Ja, und da zieht Nitro rum und damit ist 8 zu 5, nee, 8 zu 6, immerhin eine sechste Runde, das ist schon mal was. Überleg mal, das wären jetzt noch so 3 Sekunden gewesen, ey. Der stirbt, die Bombe droppt runter, Clave kann die Bombe legen und klatscht das noch. Ja, das wäre natürlich, natürlich bitter gewesen. Oh, das sieht kein Charakter. Ja, aber schön gemacht von Taco. Wirklich stark. Am Ende ist es Zipex, der es auffällt, aber sie ziehen gut die Schnur zu. Also sie gehen direkt vor, versuchen die Lücke zu stopfen und am Ende klappt das auch. Also Liquid bleibt weiter dran. Ich würde 8 sagen, 8-7 ist keine schlechte Hälfte. Absolut besonders nicht. Gegen Astralis, was eine 100% Winrate auf Nuke hat. Ja, aber es ist halt auch keine gute Hälfte gegen Astralis, die eine 100% Winrate haben. Es sind einfach zu viele Runden, wo sich Astralis noch entfalten kann. Wenn man Astralis auf einer Seite so richtig auf den falschen Fuß erwischt und vielleicht so ein 13 zu 2 erspielt, dann hat man die Möglichkeit, das wirklich über die Runde zu bringen. So geht es aber wirklich immer noch um kompletten Arbeitsleak, um komplette Firepower. Und das bedeutet auf jeden Fall hier eine große Arbeitsleistung, die Team Liquid hier erzielen muss. Ne? Oh ja, Nitro. Wieder mit der AWP. Also er ist bisher noch nicht so wirklich in die Partie reingekommen mit der AWP. Er kriegt es aber auch sehr schwierig im Außenbereich gestaltet. Astralis immer wieder mit anderen Smokes, immer wieder mit anderen Kombinationen, mal 2 Spieler, mal 4 Spieler, mal nur 1 Spieler. Ist halt wirklich sehr, sehr schwer zu readen. Und Team Liquid muss sich halt auch auf ihr Aiming verlassen. Und halt so. Irgendwo auch die Öffnung finden. Jetzt das wieder die Smokes abgewartet, man hat direkt mal einen neben der Main stehen. Flashbangs wieder perfekt für alle Positionen, die machbar sind. Glaive zieht sofort rum, weiß genau, wenn da jemand steht, ist er defensiv gegangen. Und es ist einfach wieder zu gut koordiniert, alles perfekt gemacht, zack, zack, in die Fresse. Da kannst du einfach vorher schon, ne? Keine Ahnung. Ausrufezeichen Gamble in den Chat eingeben, du hast eine 75%ige Chance zu verlieren. Ist das einfach schon besser für dich, als wenn du wirklich spielst. Ja. Na, das ist gut von Astralis runtergespielt. Nicht umsonst haben sie auch, wie gesagt, nochmal erwähnt, 100% Winrate auf Nuke. Ja. Und Nimmersatt bringt es auf den Punkt, finde ich. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, ob Twist hier noch was machen kann. Natürlich nicht. Nimmersatt schreibt, das Coole bei Astralis ist, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, dass alles möglich ist. Zum Beispiel 2 gegen 5 noch lange nicht vorbei. Das ist korrekt. So, das ist wirklich etwas, was diese Attraktivität da halt macht. Und schaut es euch an, Glaive. Egal wie viel die schon spielen, egal wie gut die drauf sind. Gut, hier ist natürlich jetzt nochmal 10 Millionen % Fokus, denn 1 Million Euro bzw. 1 Million Dollar, die sind auch für ein Astralis nicht gerade wenig. Ja, plus das Preisgeld von der Pro League, das ja noch dazu kommt. Ja, absolut. Also ist schon ordentlich. Was kommt da nochmal da drauf? Ich glaube auch nochmal. 250.000. 1,25 Millionen Dollar. Und da wird auf jeden Fall das ein oder andere Prozentchen an die Spieler gehen. Das heißt, ich würde mir jetzt mal so einschätzen, die kriegen bestimmt so 80% der Preisgelder, ja, so ungefähr in dem Dreh. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel da auf dem Konto am Ende doch noch übrig ist. Mhm. Das ist dann so Geld, da kannst du dir dann einfach mal überlegen, okay, ich kaufe mir mal einen Sportwagen. Jetzt, weil du hast ja sowieso schon ein sehr krasses Einkommen. Die haben doch alle schon Audi. Wollte ich gerade sagen, die haben alles schon, was sie wollen, aber dann hast du einfach nochmal so einen Bonus. Entweder legst du den vernünftig an, weil du natürlich nicht Lebenszeit pro Spieler werden kannst oder sein kannst. Wobei, da sind wir ja noch nicht mal, ne? Wir wissen es ja noch nicht mal. Ja. Das würde mich echt mal interessieren. Da würde ich gerne mal in die Zukunft gucken, wie lange dieses Astralis so funktionieren kann. Ja. Naja, den Goldbarren kannst du einfach. Der ist eine Anlage. Ja, den legst du einfach in die Bank und fertig. Ist eine Anlage, keine Frage. Ja. Also, ein Goldbarren ist wirklich heutzutage, wobei der Goldpreis ja mittlerweile auch, glaube ich, gedroppt ist eine Zeit lang.
Aber die Leute kaufen immer Gold, wenn schlechte Zeiten sind, wird immer Gold gekauft. Ja. Oder so. So, super schneller Rush. So, ja, die Quoten. Super schneller Rush, super schneller Hit. Die Quoten sind immer noch sehr eindeutig. 11%, 11. 1,01 zu 10 oder so. Das ja, 11 erst, 11. Ja, und. Salto! Ragdoll! Also, da ist Jitko ganz kurz, ist er in die Weiblichkeit gerutscht. Ich hab's auch gesehen, da ist sein Hoden ist direkt auf den Boden gedroppt und wieder nach oben. Das ist der Astralis-Faktor. Oh ja. Ja, ich bin ja immer einer, ich sag ja, ich bin Astralis-Fan, aber ich kann das halt auch im Stream nicht raushängen lassen. Die Million geht direkt an die Spieler, wird geschrieben. Das kommt immer auf die Verträge. Das kommt immer auf die Dings an, auf die Verträge. Es kann sein, dass der Intel Grand Slam vielleicht das als Voraussetzung gesagt hat. Achso, okay, die Spieler ja, gut, das kann natürlich sein. Aber gut, was die Spieler dann breichseln mit ihrem Verein, sind ja nochmal zeitgleich hingestellt. Ne? Ah, die kriegen sowieso genug Geld. Was soll's? Ja, Vater. Ich bin auch immer noch der Meinung, fest der Meinung, dass die mindestens 60.000 bis 70.000 Euro im Monat Grundgehalt haben. Ja, Astralis schon. Man darf ja auch nicht vergessen, weil Astralis ist ja nicht einfach Rins und Kuhns hinten dran. Da ist ja eine riesen Firma hinten dran. Und du darfst nicht vergessen, da ist ein Ford hinten dran mit irgendwie 9 Millionen Euro an Investitionsgeld. Das Ford? Ja, so ein Aktienfonds. Ach, ein Fonds? Ja. Ich hab gedacht, weil die sind nämlich von Audi gesponsert. Ich dachte schon, warum ist da Ford am Start? Nee, da ist halt sehr viele Investoren hinten dran bei Astralis. Ja, okay. Und ey, die kriegen sowieso, die haben ausgesorgt für ihr Leben wahrscheinlich. Gegen wen muss Liquid eigentlich ran, wenn sie jetzt hier gegen Astralis verlieren? Im Lower Bracket. Das möchte ich gleich mal gerne nachgucken. Aber Majisk auf jeden Fall jetzt erstmal hier mit Device gegen diese Außenpower, die da dran gehen möchte. Astralis Liquid und dann Lower Bracket. Renegades. Ne, die sind dann, sind die alle durch da. Geht's dann nur noch um Seeding? Stimmt, es geht nur noch um Seeding, stimmt. Geht's echt um Seeding, stimmt. Ne? Astralis könnte direkt ins Halbfinale gehen, stimmt, das war das... Ach, Halbfinale? Genau, das war doch das ESL-System, wo es halt direkt ins Halbfinale geht, wenn du gewinnst. Und der Rest ist schon durch. Also hier geht's nur noch ums... Ja, gehst du Viertelfinale oder gehst du Halbfinale? Okay. Astralis einfach direkt wieder... Gehen wir Halbfinale, ne? Ja, wie immer, ne? Nichts Neues in Dänemark. So, ist natürlich, man darf halt auch nicht vergessen, es ist natürlich auch ein kleiner Vorteil, ich sag immer die Homecrowd, ne? Darfst halt nicht vergessen. Auch wenn es eine kleine Menge ist, du merkst ja trotzdem, dass die Leute klatschen, ne? Ja. Oder vor dir sitzen und Hände hoch machen oder was auch immer. Hände hoch. Hoch die Hände Wochenende. Steht dann morgen an. Easy. So, auf jeden Fall 12 zu 6. Das wirkt bisher sehr, sehr dominant. Und die CT-Seite, da lässt man bisher nicht wirklich viel anbrennen. Bisher keine einzige Runde abgegeben. 3 wurden gespielt. Boah. Magist und Dupree räumen hier weiter auf. So, und Dupree, der kauert sich ein. Hat aber das perfekte Backup von Magist. Also das Backup könnte nicht besser sein. Der Spieler braucht nicht mal mehr an der Kiste nach vorne zu gehen. Ja. 13 zu 6. So. Also, Team Liquid... Ich hab ja zu dir heute noch gesagt, ne, ich habe einen riesen Respekt vor Liquid. Sie spielen schon so lange zusammen und sie stehen so oft im Finale und müssen immer gegen Astralis spielen. Immer wieder. Und verlieren immer und sind immer der ewige Zweite. So, um uns nochmal zu durchleuchten, weil die ganzen Leute sagen 60.000 niemals im Leben und so weiter. Selbst es gab hat mal, so wollte ich gerade sagen, G2 hat ein Monatsgehalt von 30.000 gehabt, ohne Sponsoring, ohne alles, einfach nur, also nur das Gehalt. Mhm. Dazu kommen noch Preisgelder, dazu kommen noch Werbeeinnahmen und. Das ist geleakt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wo Astralis einzusiedeln ist. Das ist natürlich keine Frage. Wenn du ein deutsches nationales Top-Line-Up siehst, da wirst du nicht mal ansatzweise in diese Region kommen. Ja. Ich denke mal, Mousebots wird auch so um die 15.000 bis 20.000 oder vielleicht sogar mittlerweile ein bisschen mehr. Aber Astralis ist halt einfach top-notch. Also da können einfach, wenn da eine Organisation anfragt, dann können die natürlich nicht mit so einem Low-Gehalt die halten. Ist einfach so. Ja, da gebe ich dir recht. Also, natürlich wissen wir die Zahlen nicht genau, aber da wird wahrscheinlich überdurchschnittlich bezahlt. Natürlich, wenn du überlegst, ein Fußballer im, was weiß ich, dritte Bundesliga kriegt wahrscheinlich auch schon ähnliche Beträge. Oder zweite Bundesliga. Dementsprechend das beste Team der Welt, was hier eigentlich Aushängeschild für alles ist. Die dürfen auch mal finanziert werden. So, Zacko. Letzter Überlebender, während man hier über Geld spricht, hat Astralis schon wieder gezeigt, warum sie es wert sind. Ja. Es sieht er! Hey Sonic Junge, richtig wieder hier rein damit, Freunde.
Er hat gerade gesagt, Steak für dich! Ja, ist einfach so. Es war, Sügde ist ein besonderes Steak vom rechten Lappen des Apritalolus. Kostet ein Monatsgehalt. Das hat er gerade gesagt. Sügde! Ich glaube, Sonics möchte einfach nur so die Abreibe von verschiedenen Goldbarren haben. So, hinzu kommt noch bei Astralis, das habe ich vergessen, Anteile an der Organisation. Ja. So, Simple kriegt 25.000 im Monat, wurde in einem Stream mal gehintet. Gut, Simple ist halt auch in einer anderen Orga, ne? Und, ne? Sehr guter Spieler. Tja, aber Geld ist natürlich nicht das Hauptding, ne? Klar, es geht um viel Geld, ist eine große Blase, aber es geht ja auch hauptsächlich um Spaß auch, ne? Die Leute sollen ja auch Spaß haben und ihr sollt auch Spaß haben, deshalb macht euch da nicht so viel Kopf, wie viel der Spieler am Ende verdient. Verdient auf jeden Fall genug und es wird genug Preisgeld ausgeschüttet. Das ohne Zweifel. Ist ja auch Schwanz, wie viel sie verdienen. Ja. Verdient haben sie auf jeden Fall einiges. Wenn ein Formel-1-Fahrer für 2 Meter wahrscheinlich schon 50.000 kriegt. Ne. Geht los. So, auf geht's. Zipex ist auf jeden Fall hier wieder in der guten Position. Team Liquid wirkt gerade ein bisschen aufgeschmissen. Es wirkt so... Es ist wieder fast genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Es wirkt halt gerade wieder super einseitig. Team Liquid kommt gut in die Partie rein, spielen eine Hälfte ordentlich mit, halten gut gegen. Aber in der zweiten geht halt gar nichts. Absolut gar nichts mehr. Das ist auf Nuke immer das gleiche Bild. Team Liquid kommt eine in der ersten Hälfte gut rein, zweite Luft raus. Es tut mir so leid für Liquid manchmal. Aber sie versuchen es hier nochmal. Mal gucken. Nerv mit 18 AP, da war immer noch Zipex. Jo, ciao. Damit nur Twist. Jo, das hier ist auf jeden Fall schon mal so das typische Thema, absolute Deklassierung. Da denkst du, ist so, wenn du neu einschaltest, ne, und das Spiel guckst, dann sagst du so, Liquid, sind die nicht so gut? Was haben die denn? So, sind das schlechte Spieler? Ja. Was willst du dann sagen, ne? So, jetzt müssen wir auch einfach mal im Vordergrund behalten. Jetzt hast du das Level von Team Liquid, ne? Und das Level von Astralis. Und du hast gemerkt, wie Team Liquid gegen Big gespielt hat. Ja? Team Liquid hat ja dann gewonnen. Bei der Revanche am ersten Tag war das. Und das war ja schon ein gutes Stück nach vorne. Also Liquid hat es da wirklich sehr, sehr leicht gehabt. Vielleicht auch einen guten Tag gehabt. Und ihr A-Game abgerufen, das kommt auch hinzu. Aber da merkst du einfach nochmal, wie die Steps halt von Top 1 zu Top 3 sind. Und dann von Top 4 zu Top 5. Und dann Top 6 zu Top 10. So in ja, die Richtung halt, ungefähr. Das ist halt auch wirklich immer die Konstanz. So, ja. Das, was einer der größten Punkte ist. So, mal gucken, was hier möglich ist noch. Astralis ist auf jeden Fall ein Matchpoint. Ja, Venom, denkst du, Team Liquid kann das hier nochmal machen mit ihrem Battler bei. Es geht im Außenbereich durch. Ja, guck mal da, Außenbereich. Die weiß hier mit einer sehr interessanten Position. Der sitzt schon oben auf dem Wachturm von einem Autotacker. Ja, jetzt wird ausgepackt. Ja, zack, Auge Saurons und da gibt es erstmal die Knochenregel wieder hier. So, sie kommt durch. Und Popelsuppe fragt, nur Mausbots kann Astralis auf Nuke das Wasser reichen. Stilles oder mit Sprudel? Medium. Oder habe ich das falsch verstanden? XD. Freches Grinsen. Kappa. So, Zipnix natürlich auch wieder hier in der Smoke. Der nutzt natürlich auch da wieder den Rauchfaktor für sich. Das Aiming ist so cremig konstant. Aber das scheint hier wirklich die Knochenregel zu sein. So, Dupree. Ja. Molotov kommt rein, damit ist er auch jetzt bekannt. So, man zieht einfach rum. Twist gibt da nichts drauf mit der MAC-10. So, er kann auch mal upgraden und es ist die erste Runde für Team Liquid auf der T-Seite. Yeah! Jawohl! What up now, Sweets? Also, das gefällt mir, aber wie gesagt, hart nachgelassen in Halbzeit 2. Aber Astralis hat auch hier den perfekten Gameplan bisher gehabt. Ja, einfach too strong. Besonders, ich habe schon wieder dran gedacht, ne, da stehen zwei Leute an der Rampe, einer steht noch Richtung Side und das ist eine 5 gegen 3 Situation. Ich habe schon wieder gedacht,
Ja, könnte knapp werden. Kannst du mir gerade helfen, was im Anschluss für ein Spiel kommt? Du überträgst Mate Brazil gegen Mousebots. Ja, geil! Ja, geil, ja, oder? Jawollo! Ja! Freunde, Stimmung! Ich hatte schon groß angekündigt die ganze Zeit, ne? Dass der gute Venom dann hier Mousebots gegen Mate Brazil überträgt. Ja, bei Big und bei Mousebots werde ich immer Fan genommen. So, weil da ist einfach, ne? Der Liebhaber von Chris J, der heimliche. Also das wird ja von den Medien geheim gehalten, weil wir sie immer anzeigen mit unserem Anwalt. Und natürlich auch Gobby, das ist so eine Dreiecksbeziehung. So, das Ding ist halt, das ist auch so ein Matchup, wo es dann auch darum geht, direkt ins Halbfinale weiterzukommen. Und Mate in Brazil ist wirklich sehr stark in letzter Zeit. Also Mousebots hat bisher ein super geiles Turnier gespielt. Gestern ja gegen Navi, keine Ahnung, was sie da bekommen haben zum Frühstück, aber das war schon gut, ne? War solide. So, Taco, der schafft es nochmal, sich durchzusetzen. Nitro genauso erfolgreich. Also, natürlich ist Liquid ein Team, was die Möglichkeit besitzt, gegen Astralis gegenzuhalten. Aber seien wir ehrlich, bei 9 Runden, die sie insgesamt holen müssen, wo kein Fehler mehr erlaubt ist, da wird Astralis ihnen wahrscheinlich einen Streich spielen. Wenn sie natürlich jetzt trotzdem hier nochmal in die Overtime kommen, dann ist dramatisch, dann geht's los. Dann wird eskaliert. Jo, das war's. Also, sie kommen nochmal durch und Team Liquid ist noch am Leben. So, ganz ist noch nicht vorbei. Astralis jetzt am Scheitepunkt, weil die müssen jetzt gucken, dass sie ihr Geld hier gerade so ausgeben können für nochmal einen ganz soliden Buy. Und dann ist die Chance für Team Liquid gekommen, wieder in die Partie einzusteigen. Also ja, das ist jetzt die alles entscheidende Runde. Sowieso, wenn sie verlieren, ist sowieso vorbei. Aber das ist jetzt der Punkt, wo sie Astralis brechen können. Also, wie will man den Titanen brechen? Das ist die große Frage. Außenbereich soll das Ziel sein. So, Nitro. Jetzt wird man hier Stück für Stück vorgehen. Die Main natürlich erstmal so ein Angriffspunkt, wenn man Außenbereich kontrollieren möchte, die man braucht. Sei denn, man nutzt natürlich die Smokes, um letztendlich überhaupt nicht unter Window zu kommen. Und schaut euch mal diese Molotow an, wieder ideal. Direkt on point. Man kann den Raum ausschließen. Man weiß ganz genau, dass die Spieler in Rotation bewegt werden. Ja, und wieder mal ein Timing. Man, da kriegst du doch innere Blutungen. Da kriegst du Blitzdurchfall. So, das heißt natürlich Außenbereich. Versucht man jetzt das Tempo hier nochmal anzuziehen. Taco mit dem Support an der Tür. Zack, da ist Twist da. Und den brauchen sie jetzt. Twist. Zurzeit vielleicht der beste amerikanische Spieler unterwegs, sein Team da nach vorne zu pushen. Boah, was eine Schelle. Mit Jizz steht er immer noch im Backup bereit. 2-1 Situation mit Jizz. Was ein gutes Timing. Und er kommt nochmal auf den Kill fast. 28 KP. Aber diese Kombination gerade vom Spot und aus der Tür gegen zu sprayen, er wusste genau, dass er angesagt worden ist von dem Vorraumspieler. Er wusste genau, dass sofort in die Tür reingebankt wird und er spielt einfach direkt zurück. Und da sieht man dieses Querdenken, diese Erfahrungen, die Spieler haben mit einer unglaublichen Präzision. Mhm. Und jetzt sieht Nix alleine gegen Nitro. Nitro AWP, das ist der Vorteil. Also 28 HP hat er natürlich nur noch. Aber da holen sie's! 16-8! Man muss mal einfach von Formsache sprechen. Bei Astralis, dem Schrecklichen. Oh ja, da können ist sie... Ist das eine Maschine? Da können sie auf jeden Fall stolz drauf sein, auf die Aktion, die sie da gerade runtergerissen haben. Also wirklich dominant und damit bleibt es weiter. 100% Winrate auf Nuke, ne? Kann man mal mitnehmen. Oh, also, das nächste Mal, wenn ihr 1 Million Euro auf Astralis setzt, kriegt der, glaube ich, so ungefähr 10 Cent raus. Ja. Denn Nuke wird in die Quoten eingehen. Wahrscheinlich musst du noch draufzahlen, wenn Astralis gewinnt. Ja. Das Ding ist halt, es ist jetzt für keins der beiden, also für Liquid ist es kein Aus, ne? Es geht ja sozusagen nur um den Einzug ins Halbfinale. Das heißt, Astralis spart sich einen Tag Arbeit. Ja. Und Liquid muss halt im Viertelfinale gegen den Gegner antreten, der noch nicht feststeht. Können wir mal gucken, was das Potenzial abruft. Astralis, und damit sind wir da. Hi. Wenn Astralis was... erstmal machen wir so. Wenn Astralis natürlich die Möglichkeit hat, sich einen Tag Arbeit zu sparen und letztendlich auch die Spiele zu beobachten, holen die halt Maximum raus, ne? Ja. Das ist das Geile, Freunde. Auf jeden Fall. So, oh, Highlights gibt's jetzt auch noch. Komm, gucken wir mal ein bisschen Highlights, oder? Oh, da ist er nochmal. The Ding goes So, also, ja, ist wohl wahrscheinlich sehr einseitig für Astralis, das Highlight-Video, ne? Zipex. Jo, ciao.
Ja, am Ende haben sie es auch meiner Meinung nach absolut verdient. Ne? Absolut, Freunde. So, dann muten wir das Ganze mal hier, denn zurück, hallo. Wir sind jetzt gleich natürlich in einer Pause. Wie lange dauert es auf dem Mainstream ungefähr? Auch 35 Minuten? Ja, 30 Minuten noch. 30 Minuten circa. Dann geht's hier los mit Mousesports gegen MIBA. Der Jitko hat jetzt Feierabend, der hat natürlich auch genug gemacht die letzten Tage wieder. Und wir haben ja noch einige Tage vor uns. Also morgen sind wir zusammen, den ganzen Tag. Stimmt. So, ab wann geht's denn morgen überhaupt los? 12 Uhr. Auch wieder 12 Uhr? Können wir am besten gucken. Auf unserer Lieblingsseite, auf 99damage.de, ja. Ne? Also, nee, 16 Uhr. Echt? 16 Uhr? Ach, da kann man auch schlafen. Ja, locker. Dann können wir das Update ja noch durchsuchten. Ja, das Update. Ja. Nee, ich versuche jetzt meinen Super Smash Bros. Zu bekommen. Echt? Ach ja, stimmt. Du wolltest ja ein bisschen rumpöbeln. Ja, ich wollte jetzt rumpöbeln beim Saturn. Press ihn mal eine Runde. Ja. Press ihn mal. Ich sage einfach beim Saturn, ihr habt das jetzt nicht da oder wollt es nicht rausgeben, dann leist mir halt im eShop runter. Ja, würde ich auch sagen. Genau das. Nein, es gibt einen Tipp, wenn du es gleich nicht direkt kriegst. Ne? So, jetzt mal okay, erzähl mal, den Tipp will ich jetzt den noch. Den Tipp wirklich, wenn du es nicht direkt kriegst. Ja, so. Erzähl mal. Am Ende, wenn der Saturn kurz bevor er zumacht, fangen die an, schon bei den Infoständen und so weiter, schon mal die Spiele einzuordnen. Und dann ist das drinne. Und dann musst du zahlen gehen am Infostand, weil die haben meistens gar keine Ahnung. Ja. Und dann kriegst du es. So hat es ein Kollege bei Red Dead Redemption gemacht. Und dann ist er nämlich mit Red Dead schon draußen und haben die gesagt, hey, wie hast du das gekriegt? Die haben gesagt, ich krieg das noch nicht und so. Und ja, man muss die Tricks kennen. Geil, werde ich mir merken. Ja, nur das Problem ist, ich habe es vorbestellt. Ja, dann bestellst du halt wieder ab. Ja, aber da ist der Controller und so dabei. Ach ja, ja, gut. Stimmt, das ist ja halt so ein bisschen... Ja, nee, komm, sag einfach, ey, Junge. Ja, komm, leg Junge! Jetzt hin, Junge. Ja, Armener. Freunde. Nee, aber nochmal ganz kurz natürlich auf das Match einzugehen. Wir gehen nochmal kurz auf Playoffs ein. Ihr seht... Renegades, die haben es geschafft, die haben sich gegen die Jungs von G2 durchgesetzt. Ich muss sagen, G2 sehr überraschend, sie konnten noch komplette Lower Bracket mit dem alten Lineup gekämpft. Dafür Daumen hoch auf jeden Fall. Und damit geht's für die Renegades, meiner Meinung nach überraschend ins Viertelfinale. Ja, Astralis wird... In welchem Baum sind sie? Das ist die Frage. Kriegen wir das hier angezeigt? Normalerweise steht das hier. Auf jeden Fall sind sie im engen Baum. Ich glaube, in dem oberen, im unteren ist Gruppe B. Und dann wird nochmal über Kreuz gelegt. Also da trifft man sich dann später. Ja, und der liebe Venom darf gleich das ist ein geiles Match. Made in Brazil. Wie viele Matches sind morgen? Zwei Stück? Zwei. Immer zwei. Ach, dann haben wir ja lockere Tage, Mann. Zwei, eins. BO5. Best of five? Okay, das wird natürlich hart. Genau. Aber Intel Grand Slam muss natürlich auch sowas durchsiffen. Ja, das Ding ist halt, Navi gegen Ghost läuft ja auch noch. Können wir vielleicht mal ganz kurz reingucken, wie das Ergebnis ist. Jo, ist gut. So, ich muss kurz drüber scrollen. 9-5. 9-5. Also, damit verabschiede ich mich für heute. Viel Spaß mit Venom und ich bin jetzt raus. Es war mir eine Freude. Hat Spaß gemacht, die eine Stelle. Auf deine Augenbrauen.